Hi und herzlich willkommen zu Part 50 unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Part 50, Leute, das ist absolut insane. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin krass begeistert. Ich bin krass geschockt auch ein bisschen, dass sich dieses Let's Play schon wieder so lange in die Länge zieht. Ich glaube, für die meisten von euch ist es völlig fein, denn ihr mögt es ja, wie es ist. Und für manche ist es halt, glaube ich, schwierig reinzukommen in dieses Let's Play, weil eben schon so viel passiert ist. Und ich persönlich bin immer ein bisschen gestresst, wenn ich zum Beispiel bei meiner lieben Nina Simfinity, die kennen sicherlich die meisten von euch, wenn ich versuche, bei ihr auf den neuesten Stand zu kommen, weil sie ja auch immer sehr lange Legacies hat, ne, sehr viele Generationen. Und dann verpasse ich mal so 5 Folgen und dann sitze ich da morgens an meinem Schminktisch, schminke mich, will ein Video von ihr schauen, denke mir so, oh mein Gott, keine Ahnung, was passiert ist. Dann versuche ich wieder einzusteigen. Meistens kommt man auch sehr gut rein. Sie fasst es ja auch immer schön zusammen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es natürlich auch für neue Zuschauer immer ein bisschen schwieriger ist, bei so vielen Generationen reinzukommen. Deswegen machen wir ja meistens ein Intro. Also Nina macht das ja genauso wie ich, dass wir auch Intros machen und versuchen da so ein bisschen die Geschichte aufzugreifen. Es wird auch wieder so sein, dass wir in der nächsten Zeit in die nächste Generation starten. Felicity wird ja unsere nächste Generation sein. Sie ist aktuell aber noch sehr klein. Ich glaube, ein Säugling sogar, oder? Ein Kleinkind? Auf jeden Fall werde ich sie jetzt altern, ganz bald. Ich gucke jetzt direkt, ist sie ein Säugling oder ein Kleinkind? Sie ist ein Kleinkind, okay, das ist gut, aber die wird dann bald auch zum Kind werden. Ich gucke, dass wir jetzt nicht unnötig Zeit verstreichen. Ich möchte natürlich auch nicht einfach durchrushen durch dieses Let's Play, aber ich möchte gerne so ein bisschen die Zügel anziehen. Ich habe euch im letzten Part ganz offen gesagt, dass bei mir jetzt so ein bisschen die Luft raus war und ich glaube, durch eine Adoption können wir das Ganze wieder anheizen. Habe ich gerade eben eure ganzen Kommentare durchgelesen und die meisten von euch sagen, yo, let's go, Adoption. Option. Manche haben den Vorschlag gemacht, dass wir sogar ein Geschwisterpärchen adoptieren. Finde ich sehr süß von der Idee, aber unsere Familie ist doch schon sehr groß. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es hat auch jemand geschrieben, dass wir ja jetzt schon nicht so viel Zeit für die ganzen Charaktere haben. Ich werde mir also ab jetzt sehr viel Mühe geben, auch die Charakter zu spielen. Ich habe mir im letzten Part schon ein paar Notizen gemacht. Das wird schon wieder ein sehr langes Intro. I'm so sorry, Leute, aber wir müssen doch reden. Und dann geht's gleich los, okay? Okay, ich habe mir Notizen gemacht zu den Jungs, was sie so für Charaktereigenschaften kriegen. Und ich habe euch ja auch gefragt, wer von den Kindern vielleicht ein Problem mit einer Adoption hätte. Und da habt ihr mir auch tolle Vorschläge gemacht. Habe ich mir natürlich was rausgepickt jetzt. Wir werden das Thema Adoption machen, so oder so, einfach weil ich irgendwie einen neuen Wind brauche. Und es wird sehr wahrscheinlich ein Mädchen sein im Alter von Felicity. Also das verrate ich euch schon mal, das werden wir wahrscheinlich machen. Und für Jonas wird es auch nicht so einfach sein wie für Mara, sich mit der Adoption zu arrangieren. Aber ich habe noch eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen, die ich aber natürlich wieder an euch abgebe, weil ich mir immer denke, ich kann solche Entscheidungen nicht treffen, ihr aber schon, weil ihr seid immer sehr entscheidungsfreudig. Was machen wir mit Maras Karriere? Soll Mara kürzer treten? Soll sie vielleicht sogar sagen, hey, ich bin maximale Karrierestufe, sie hat ja alles erreicht, was sie erreichen wollte. Ich setze meine Karriere auf Hold und kündige. Wie seht ihr das? Sie ist sehr ehrgeizig, sie wollte immer Karriere machen und Kinder kriegen, aber ich glaube, so ein adoptiertes Kind braucht natürlich auch nochmal eine andere Art von Aufmerksamkeit, also könnte ich mir vorstellen. Und sie hat ja schon so viele Jungs, die muss sie ja auch versorgen. Oh Gott, ich bin schon wieder 3 Minuten am Labern. Wir starten jetzt rein. Schreibt mir in die Kommentare, was wir mit Maras Karriere machen sollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem Part. Oh, und let's go. Mein Gott, ey, hier ist der Gartenzaun. Wunderschön. Leute, wir müssen doch auch spielen. Ich habe übrigens jetzt meine AirPods drin. Die habe ich schon ganz lange. Ich habe das nur noch nie so wirklich gemacht beim Aufnehmen mit den AirPods. Mal gucken, ob die vom Akku her, die haben 4 Stunden Laufzeit, glaube ich, müsste gehen. Weil der andere Kopfhörer ist immer noch broke, ne? Gut, alle sind auf der Arbeit. Und ich werde jetzt mal nach ihr hier schauen, weil sie immer aggro ist. Was ist mit dir los, meine Liebe? Das geht so nicht. Hast du irgendeine... Sie hat doch gar keine Marotten, oder? Nee, sie ist doch überhaupt gar kein Superstar. Aber ich glaube, sie ist wartungsintensiv. Also, ich finde das Merkmal ja in Ordnung, aber es ist schon auch ein bisschen crazy, ne? Sie möchte an ihrer Charismafähigkeit arbeiten, ist in Ordnung. Oh, und ich habe ganz viele Fragen bekommen, wegen der Mod, die ich benutzt habe. Ich dachte, ich hätte das erwähnt. Diese Mod, mit der ich die Kinder jetzt für zum Beispiel 6 Stunden in die Vorschule schicken kann, ist neu und zwar von Little Miss Sam. Ich habe da mal was Neues ausprobiert. Das heißt, ich glaube, Social Activities, also ich glaube, die heißt tatsächlich soziale Aktivitäten. Schaut gerne mal in meine Mod-Liste rein. Ich, und
verlinke unter jedem Video meine Modliste und da findet ihr alle Mods, die ich aktuell im Spiel habe, auch mit Link zum Runterladen. Geht da gerne mal drauf und da findet ihr wirklich immer alles. Ich versuche auch immer dazu zu schreiben, was diese Mod macht, damit ihr sie auch wiedererkennt. Okay, so und wegen dem Napf, ja, ist in Ordnung, Leute. Ich mache da jetzt einen richtigen Napf hin, der sich von selbst nachfüllt. Ich fand es irgendwie okay bei so vielen Leuten im Haushalt, dass wir einen Napf haben. Oh, jetzt geht es schon wieder hier hin, ne? Ne? Aber ich verstehe es ja, wenn ihr sagt, dass ihr halt wollt, dass wir einen automatischen Napf nehmen. So, gib mir mal eine Sekunde. Ich passe das mal an. Wenn ihr dazu Fragen habt, übrigens, die Mod habe ich auch schon als Mod-Video hochgeladen. Könnt ihr gerne mal auf meinem Insane-Drug-Kanal vorbeischauen. Objektverkäufe. Da geht 0% ans, nicht 1000%, 0% ans Haushaltsinventar. Dann müsste das nämlich passen, dass wenn wir Sachen verkaufen. Oh, ich habe heute aber auch wieder eine Redeschwall, ne? Weißt du, wenn ich dann später stream, fehlt mir die Energy. Weil dann habe ich mich schon komplett ausgelabert. Nehmen wir den, ne? Der ist halt unschön, aber ist okay. Dann kriegt unser Hundi nämlich auch was zu fressen. Irgendwas habt ihr gesagt, soll ich noch machen? Was war denn das? Nicht, dass ich das jetzt wüsste, gell? Nee, ich glaube, das war's. Ansonsten fällt es mir bestimmt wieder ein. Wir füllen jetzt erstmal, nee, wir füllen mal das Ding da. Mach das mal und dann kannst du dich beruhigen. Wenn Mara und Jonas von der Arbeit kommen, reden sie nochmal über das Thema Adoption. Oh, oh, mentaler Nebel. Kriegt vielleicht einen Burnout, ne? Oh, ja! Florian will Caroline einladen, na klar. Und Finn möchte auch Caroline einladen. Und Felix möchte auch Caroline einladen. Ja. Kinder, wie war es in der Schule? Ah, war okay, Mom. Ich habe super viel gelernt. Und Mom, wir haben nächste Woche einen Biologiekurs. Und da lernen wir die Anatomie von Tieren. Oh, das ist ja super. Ja, vielleicht auch von Pferden, Mom. Guck mal, Pferde. Oh, das wäre natürlich super. Ja, voll. Mama, wann kommt das Pferd wieder? Ich weiß es nicht. Soll ich mal der Besitzerin schreiben? Oh ja, Mom, schreib ihr mal. Es wäre so toll, wenn das Pferd kommt. Sam, gell? Es wäre toll, wenn Sam kommt. Ja, ich frag da mal nach. Und ihr habt Caroline mit hergebracht. Caroline, geht schnell rein ins Haus. Es regnet ganz arg. Ja, okay. Gut, vielleicht können Caroline und Felix miteinander das Pferd striegeln dann. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall auch erstmal rein. Ey, der Name Gemma verfolgt mich jetzt, ne? Gestern hatten wir ein Baby gekriegt in der Sims Challenge auf Twitch. Da hat jemand den Namen den Vorschlag gemacht, dass wir das Kind Gemma nennen. Dann habe ich erzählt, dass ich gerade ein Hörbuch höre, wo die Mutter Gemma ist. Und davor habe ich den Namen noch nie gehört, Leute. Ich habe den noch nie gehört. Und jetzt steht hier auch Gemma, ist mir nie aufgefallen. Crazy. Okay. Du kannst dir auf jeden Fall morgen mal einen Urlaubstag nehmen. Geh mal rein und hilf vielleicht mal. Wer ist denn der Raufbold? Finn ist der kleine Koch. Der kann vielleicht mit Mama zusammen Essen kochen. Sortier mal das verdorbene Essen aus und dann gehst du mit Mara mal was kochen. Oh, schön. Da können wir es fördern, ne? Vielleicht irgendwas Einfaches? Vielleicht. Knoblauchnudeln. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Super. Mummel spielen mit Carol. Nee, aber dann hören die wieder nicht mehr auf, ne? Warte mal, bis das... Da ist das Pferd. Guck mal, Caroline, guck mal. Ich habe einen neuen Freund. Süß, Leute. Über das Reiten reden. Oh, er hat gar keinen Spaß. Wow, das ist ein süßes Pferd. Ja, oder? Das ist mein neuer Freund. Und die Mama von dem Pferd, also die Besitzerin, ne? Die hat gesagt, ich darf so oft mit dem Pferd spielen, wie ich will. Wow, das ist so cool. Darf ich es auch mal streicheln? Ich mag Pferde auch super gerne. Ja, natürlich darfst du streicheln. Okay, die beiden spielen jetzt hier mit dem Pferd. Wie sieht's denn aus mit dem Schulprojekt? Wessen Schulprojekt war das? Florian, ist das fertig? Nee. Florian, dann versuch doch nochmal mit dem Papa dran zu arbeiten. Du musst nicht weinen wegen des Puppenhauses. Und du bist auch traurig. Komm, Schatz, wir kochen zusammen. Du wolltest doch das neue Rezept ausprobieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kochen. Die Mama hat gesagt, ihr macht Knoblauchnudeln. Ja, Knoblauchnudeln sind so lecker nämlich. Ah, super, das ist ja cool. Dann lasst es euch schmecken. Ja, danke. Du kannst dann auch essen kommen. Oh, okay. Ich muss jetzt aber erstmal nach Felicity sehen. Felicity, du kleiner Stinker, was ist mit dir? Die müssen wir erstmal baden, hä? Ja, wobei, sie kriegt jetzt erstmal was zu essen. Felicity Essen geben, es gibt Erbsen. Hört ihr jetzt mal, machst du jetzt mal, kochst du jetzt mal bitte? Freunde werden mit Caroline, okay, das kriegen wir aber hin. Du wolltest doch mit der Mama kochen, mach's doch jetzt bitte auch. Ah ja, jetzt, ne? Super. So, dann spielen wir mit Caroline ein bisschen Murmeln. Während das Pferd sich hier einfach, ist einfach da, Leute. Wie cool, oder? Ey, Murphy, don't bell das Pferd an, bitte. So, Felicity kriegt jetzt was zu essen, habe ich gehört. Nee, das arme Kind hat ja nur unendlich viel Hunger. Geh baden, genau, geh baden. Aber es hat ihr tatsächlich gut getan zu baden. Dann machen wir das doch so. Ich muss, glaube ich, echt nochmal die Tür ein bisschen abschließen, weil die laufen ja jetzt doch wieder ständig hin und her, ne? Ich schließe es mal. Nee, oh, das war falsch. Abschließen für...
Bonnie abschließen für... Ach so, er ist gerade gar nicht hier, ne? Okay, Florian hat seine Hausaufgaben beendet. Voll gut. Dann packen wir es aber auch direkt ein, dass wir es nicht... Ach so, er sitzt noch dran. Mhm. Caroline, klappt es jetzt hier mit dem Essen geben? Gib ihr jetzt doch bitte Essen. Oh, ja, dann ist es einfach so. So, Moritz, bist du befördert worden? Nein. Aber er ist auch ein bisschen gestresst, gebe ich zu, ne? Das müssen wir jetzt ein bisschen... Sport. Sport hilft zum Glück beim Burnout und das ist super, weil er liebt Sport. Jonas ist auch ausgebrannt. Nee, jetzt hört ihr mir mal auf hier. Hä, warum kann sie denn nicht essen? Setz dich mal bitte dahin. Nee, was macht denn die Mama jetzt mit dir? Och Mann, was machst denn du? Klappt ja wieder super. Felicity. Okay, Jonas ist ausgebrannt. Ich setz mal... Nee, lass mal zusammen hier sitzen. Okay, er spielt hier noch. Er möchte auch Freunde werden mit Caroline. Kann er einfach beim Murmeln zusehen. Okay, und du kannst auch beim Murmeln zusehen. Vielleicht hilft das dem Freundschaftsaustausch. Oh, Jonas. Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst müde aus. Ja, alles okay. Die Arbeit, es war viel heute. Oh, okay, sorry. Das wusste ich gar nicht. Was ist los? Naja, ich habe da so einen Kollegen auf der Arbeit, der macht mir echt ein bisschen Stress und momentan, oh, ich glaube, ich brauche einfach mal ein paar Tage Urlaub. Oh, ja, na klar, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja, und wie sieht's aus wegen der Adoption? Hast du nochmal drüber gesprochen mit jemandem? Naja, ich habe mir mal die Unterlagen angesehen und naja, es sieht so aus, als wären wir auf jeden Fall berechtigt. Okay. Aber du solltest erst wieder klarkommen, Schatz, bevor wir die Adoption erwägen. Also, du siehst gerade wirklich müde aus und... Ja, ich bin auch echt müde. Vielleicht, ich glaube, ich lege mich mal ein bisschen hin und vielleicht in die Wanne. In die Wanne, das klingt doch super. Na klar, mach das. Das machen wir. Dann bringe ich mal die Kinder ins Bett, ja? Okay, warte mal, du musst noch deine Hausaufgaben machen, kleiner Hase. Du musst alle noch eure Hausaufgaben machen. Tschüss, Caroline! Ja, tschüss! Was macht sie denn jetzt hier oben? Oh Mann, ey. Ganz komisch, Leute. Mara hilft ihm jetzt mal bei den Hausaufgaben. So, sie nimmt sich jetzt Knoblauchnudeln. Wo geht sie mit dem Teller hin? Wo geht sie denn mit dem Teller hin, ey? Ich muss auch unbedingt für sie die Wohnungstür abschließen. Hey, was machst du denn hier, Felicity? Essen! Oh ja, lass es dir gut schmecken. Alles in Ordnung, Bro? Du siehst echt müde aus. Warum sagt mir heute jeder, dass ich müde aussehe? Ja, ich hatte einen schwierigen Tag. Oh, okay, tut mir leid für dich. Felicity, Schatz, kommst du dann rüber zu Papa? Möchtest du vielleicht in die Badewanne? Ja. Okay, super, dann baden wir dich erstmal, ha? So, Felicity, der Papa macht jetzt baden, okay? Du bist nämlich ganz schmutzig. Gut, er hat die Hausaufgaben beendet, dann kann er schon mal... Wessen Bett ist denn das jetzt überhaupt? Finn. Florian. Finn. Okay. Florian, wie sieht's bei dir aus? Hast du deine Hausaufgaben auch beendet? Alle, ne? Sehr gut. Felix, es ist alles in Ordnung. Der Papa repariert das. Du sollst doch baden. Also manchmal verstehe ich das alles nicht, ne? So, es ist jetzt echt schon spät, Jungs. Ihr müsst jetzt wirklich ins Bett. Oh Gott, die Mama ist schon im Bett. Nee, also das geht so nicht. Du gehst jetzt auch nochmal pieseln, dann auch schlafen. Ja, wir müssen eigentlich noch aufräumen, ne? Ach komm, ich räume für euch. Ah, ihm geht's besser. Ja, er muss alles aufräumen. Ja, da hat eine kleine Maus aber Spaß, ha? Huh? So, der Papa bringt dich dann auch ins Bettchen. Kleinkind in den Schlaf lesen. Perfekt. Dass Moritz mal so ein guter Dad wird, oder? Wahnsinn. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ist nicht böse gemeint, aber, ne? Mann, Jonas, wo latschst denn du hin, ey? Tür abschließen für alle. Abschließen für Jonas. Abschließen für Mara. So. Ihr haltet euch nur im Wohnzimmer auf, sag ich euch. Abschließend für Moritz. So, haben wir wieder getrennte Wohnungen. Besser ist es. Leg dich mal schlafen. Was ist denn da jetzt? Oh Mann. Das ganze Haus ist schwierig. Musst du morgen arbeiten? Oh shit, muss er, ne? Dann soll er morgen früh nochmal Sport machen. Bringst du die Kleine jetzt ins Bett? Ah, Moritz ist jetzt übrigens Erwachsener. Aber sie haben gar keinen Geburtstag gefeiert, weil wir keine Zeit hatten, Geburtstag zu feiern, Leute. Das ist einfach, es ist einfach so, ne? So, wenn Mara morgen ausgeschlafen hat, also am nächsten Morgen, werde ich auch sie altern. Felix hat auch eins einstecken, ne? Aber wir haben keine Zeit. Oh, wir haben Periode. Unangenehm. Mach mal das Klo sauber und dann ersetz mal deine Binde. Einfach mal ein bisschen Haushalt machen jetzt hier. Bonnie, es nervt mich. Es nervt mich so sehr, dass du so gereizt bist. Ich bin echt da überlegen, ob ich ihr das Merkmal rausnehme, Leute. Ich finde es nämlich zu krass. Sie ist auch gar nicht so eigentlich. Ich glaube, ich kann nur nicht die Merkmale ändern, oder? Moria, hey, you boaster. Moria, hey, you boaster. Nee, kann ich hier nicht. Und wir könnten ihr aber nochmal ein neues Outfit geben, wenn wir schon mal da sind. Nur so ein eines. Oh. Nur ein eines. Eines Outfit. Vielleicht so eins. Und dann nochmal irgendwie ein cooles Top oder so. Vielleicht mache ich ihr die Haare auch nochmal ein Müh anders. Oh, der steht ihr gut. Wow. Geht das von der Haarfarbe? Ja, oder? Müh heller? Ja.
Oh, toll. Sie ist so eine schöne Frau. Ich kann das Outfit aber nicht mehr sehen. Ich lösche das jetzt. Das eine. Und hier mache ich ihr noch ein anderes Oberteil hin. Weil das haben wir auch schon sehr oft gesehen jetzt. Ich finde das, oh mein Gott, das ist ja fast durchsichtig. Hey, das können wir nicht machen. Zieh dir was an, Fräulein. Oh, das ist eigentlich süß. Oh, das ist aber auch schön. Ich gebe ihr das hier. Okay, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ne? Ja, jetzt hat sie es aber auch wieder im Griff, ne? Jetzt lasse ich es doch mal. Okay, Mara ist wach. Die geht jetzt erstmal bitte pieseln. Tanzen. Nee, du gehst erstmal bitte pinkeln. Dann kannst du tanzen. Du gehst jetzt bitte schlafen. Mara muss jetzt hier auch unbedingt Haushalt machen, ey. Wie sieht denn eigentlich... Achso, Mara wollte ich auch noch altern. Die soll auch zur Erwachsenen werden. Es ist halt... Ich weiß nicht, warum, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Geburtstag vom jungen Erwachsenen zur Erwachsenen feiert? Ich habe irgendwie nie so das Bedürfnis, das zu feiern. Also, I don't know. Ja, genau. Der Geist unserer Mutter hat ihr ein Geschenk geschenkt. Natürlich. Absolut korrekt. So, sie muss heute eigentlich arbeiten, aber sie nimmt sich heute Urlaub, weil sie den Adoptionsantrag anschauen möchte. Hm, Urlaubstag nehmen. Leg's bitte. Mann. Klappt das hier mit dem Müllentsorgen, Mausi? Sieht irgendwie nicht so aus. So, und zwar habe ich ja die Mod hier im Spiel. Die Realistic Life and Pregnancy Overhaul. So müsste die heißen. Manchmal bin ich unsicher, wie sie heißt. Wie sie im Chef sagt, dass sie Urlaub nimmt. Ich will Urlaub nehmen. Ich nehme jetzt Urlaub. Du kannst machen, was du willst. Ich nehme Urlaub. So melde ich mich auch in Urlaub bei euch, Leute. Sag ich, Leute, ich nehme Urlaub, okay? Boah, ihr dürft echt nicht meine Fingernägel angucken. Die sehen ganz schlimm aus wegen... Ich war bouldern. Kennt ihr bouldern? Bouldern ist witzig. Das ist wie Klettern, nur nicht so hoch. Und da muss man immer diese Dinger greifen und meine Nägel sehen ganz schlimm aus. Wir dürfen da wirklich nicht hingucken. Ich muss die jedes Mal nach dem Bouldern neu lackieren, ey. Hör mir auf. Ne? Zum Glück mache ich die immer selbst und gehe nicht in den Studio. So, wir wollen doch eine Familie... Eine größere Familie. Wo waren das nochmal? Adoption. Ach, Sandra, guck halt, ne? Annahme. Füllen Sie den Online-Adoptionsantrag aus. Das machen wir jetzt erstmal. Wow. Okay. Sollte Mara das Sim Forster Care System, kostet 500 Simoleons, schneller, weniger wählerisch, weniger Auswahl, oder über Sim World Agency für Adoption 5000 selektiver mit mehr Auswahl. Das Ding ist, ich will nicht, dass es schneller ist. Aber ich will auch nicht das perfekte Kind raussuchen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, was ist das perfekte Kind? Am liebsten würde ich sagen, ich würde die weniger Auswahl haben, damit wir halt schauen, wer braucht uns? Ja, welches Kind braucht eine Familie? Aber ich will nicht, dass es schneller geht. Ich will, dass es schwieriger ist. Aber wir wählen trotzdem Foster System, weil ich will die Kinder, die uns dringend brauchen. Also... Wisst ihr, wir nehmen, schneller könnte ja im Kontext bedeuten, dass es die Kinder sind, die akut eine Familie brauchen, die vielleicht schon lange in einem Heim sind und aber sich dort nicht wohlfühlen und lieber in eine Familie möchten. Oder die, ihr kennt es vielleicht, es gibt ja auch die Kurzpflegestellen, ne, dass die halt schnell vermittelt werden müssen, damit sie halt schnell wieder sich in eine Familie integrieren. Wir wählen jetzt das schnellere System, einfach weil ich hoffe, oh mein Gott, wir können direkt auswählen, das schaffe ich nicht. Ich wusste nicht, dass wir uns direkt entscheiden müssen. Ben und Ben... Oh mein Gott, was ist hier los? Sophie? Brigitte. Meine Mama heißt Brigitte. Das geht jetzt nicht, Leute. Ich kann jetzt keine Brigitte adoptieren. Wir wollten aber ein Kleinkind. Sophie. Könnt natürlich Sophie zu uns holen. Oder wir nehmen jetzt doch mehr Auswahl. Aber wird nicht eigentlich noch geprüft? Ich gehe jetzt doch nochmal auf das andere, weil ich kenne das so, dass dann das richtig geprüft wird, ob wir als Eltern in Frage kommen und so. Und dann kommen die, dann müssen wir Sachen erledigen, dann klappt es vielleicht nicht beim ersten Versuch. Ah ja, das okay. Okay, Leute, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Wir müssen das da machen. Denn das Adoptionsverfahren beinhaltet einen Hausbesuch durch einen Adoptionsagenten. Ich dachte, es wäre bei beiden Varianten, weil das möchte ich nämlich. Das Erfordernis des Besuchs kann kostenpflichtig abgewendet werden. Nein, wir machen natürlich einen persönlichen, guten ersten Eindruck. Wow, that's it, Leute. Mäuschen, bleibst du mal bitte hier? Okay, schmutzige Zeiten, aber ist alles sauber jetzt, oder? Oh, sie will mit Jonas über Beziehungsängste reden. Geh mal raus zu Jonas. Schatz, warst du die ganze Nacht hier? Nein, nein, ich bin eben rein. Ich wollte einfach meinen Kopf freikriegen. Ist alles okay? Ja, wieso? Was denkst du? Alles ist in Ordnung. Zwischen uns alles in Ordnung? Ja, alles super. Jonas, red mit mir. Du bist so momentan irgendwie anders. Wie wär's, wenn du dir auch einen Tag Urlaub nimmst? Ich habe heute freigenommen. Ja, du hast recht. Das ist eine gute Idee. Ich bin einfach überfordert. Es ist einfach zu viel für mich momentan. Aber ist es wegen der Adoption? Nein, natürlich nicht.
Nein. Hier steht jetzt, hallo Mara, unser System hat Ihren Adoptionsantrag erhalten. Wir werden es so schnell wie möglich überprüfen. Ein Großteil der Bewerbungsprüfung erfolgt persönlich durch einen Hausbesuch. Einer unserer Agents wird Sie umgehend besuchen kommen. Also bleiben Sie bitte zu Hause. Wir legen keine festen Termine fest, damit sich die Leute nicht auf eine Weise auf den Besuch vorbereiten können, die dazu dienen könnte, unseren Agent in die Irre zu führen. Wir empfehlen, sich angemessen zu kleiden. Nein, ich will ja auch. Ich will das ja auch, Schatz, wirklich. Nein, ich will's wirklich. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du nicht bereit bist für ein weiteres Kind. Doch, es ist nur, was ist es? Naja, Adoption, das ist anders. Ja klar, das ist anders, aber ich habe irgendwie Angst. Vor was hast du Angst? Ich habe Angst, dass ich das Kind nicht so lieben könnte. Was? Aber du liebst doch auch Felicity. Ja schon, aber das ist anders. Ich glaube nicht, dass es anders ist. Ja, vielleicht ist Adoption nicht das gleiche wie ein Kind selbst, na, mit den eigenen Genen und so. Aber überleg mal, wie wir dem Kind etwas Gutes tun können. Jonas, wir geben einem Kind ein Zuhause. Ja. Wer weiß, was das Kind bisher durchmachen musste. Wer weiß, warum es im Heim ist. Und es wäre doch so schön, wenn wir diesem Kind ein Zuhause schenken können, bei uns, mit unseren Jungs. Und das wäre doch so schön. Ja, natürlich, Liebling. Ich weiß einfach nicht, wie wir es machen. Das wird gut. Ja, ich muss mich einfach mit der neuen Situation auseinandersetzen. Und ich habe einfach nur Angst, dass es für uns beide irgendwie schwieriger wird. Warum? Naja, durch die Geburt unserer Jungs. Wir sind bei jeder Geburt näher aneinander gekommen. Weißt du, wir haben uns nur noch mehr, ja, ineinander verliebt. Ja, das stimmt. Hä, du hast doch Urlaub genommen. Weißt du, Liebling, die Kinder sind doch jetzt gleich in der Schule. Wenn du Lust hast, lass uns doch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Oh, du meinst zusammen zusammen? Ja, zusammen zusammen. Ja, klingt vernünftig. Kinder, wir wünschen euch einen angenehmen Schultag. Oh, ich habe gar keinen Bock auf Schule heute, Dad. Was ist denn los, Felix? Ich bin sauer, einfach so, so sauer. Mein Gott, ich könnte Bäume ausreißen, Mom. Ich gehe jetzt in die Schule, aber ich bin stinkesauer. Willst du vielleicht drüber reden, Schatz? Nein, ich muss zum Bus. Schatz? Ja? Was ist mit ihm? Ich weiß nicht so genau. Meinst du, er hat noch das Gen in sich? Eigentlich nicht, weil... Nee, eigentlich nicht. Er hat doch... Nein, oder? Nein, oder? Ich denke nicht, nein, wir haben doch das Heilmittel gegeben. Dad, war sich sicher, dass es wirkt. Ja, schauen wir mal. Es sieht mir gerade irgendwie so aus, als wäre da noch mehr. Du hast total recht. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Schiss, ey. Am Ende ist das Gen doch nicht weggegangen. Bei den anderen Jungs ist alles ruhig, aber bei ihm? Er wirkte mir in letzter Zeit schon häufiger so ein bisschen wütender. Ja, ist mir auch aufgefallen. Wir sollten es auf jeden Fall im Auge behalten und notfalls mit ihm darüber sprechen. Oh mein Gott, jetzt kommen die. Nee, ihr macht jetzt keine Liebe mehr. Die Adoptionsfrau ist da. Hallo, oh mein Gott, hat sie coole Haare, no way. Cool, Leute, guckt mal. Vielleicht Thema Wolf noch nicht ganz vom Tisch, ne? Leute, merkt ihr ja gerade. Okay. Wir wollten nicht Liebe machen jetzt. Sie haben das völlig falsch verstanden. Okay, er ist immer noch angespannt. Ich glaube, ich lasse ihn mal ganz schnell ein Bad nehmen. Ein Schaumbad, vielleicht hilft ihm das. Und Mara geht jetzt zu der Frau raus. Oh, hallo, guten Tag. Sie sind Frau Thilo und Sie sind Mara Hilligers. Oh, es hat nicht so gut geklappt. Ja, genau. Guten Tag. Ich freue mich so, dass Sie die Zeit finden, hierher zu kommen und sich einen Eindruck von uns zu machen. Ah, ich habe Ihren Namen schon mal irgendwo gelesen. Ja, ich bin Anwältin, genau. Und Anwältin? Oder haben Sie sicher eine Menge zu tun? Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich werde auf jeden Fall kürzer treten. Aha, und warum? Naja, durch eine Adoption. Ich möchte, dass das Kind sich hier schnell einlebt. Und da werde ich auf jeden Fall mir mehr Zeit nehmen. Und für Ihre drei Jungs nehmen Sie sich die Zeit nicht? Doch, klar, natürlich. Aber mein Mann ist ja auch noch da und mein Bruder lebt hier im Haus mit seiner Frau und seiner Tochter und wir sind eine große Familie und haben hier wirklich viele Möglichkeiten. Aha, okay. Wir müssen die Sprachbarriere deaktivieren. Ah, mittlerweile ist die Mod wirklich einfach nur noch lästig, ne? Schade. Sei freundlich. Na klar, sind wir freundlich. Smalltalk. Ich zeige Ihnen gerne mal ein Foto von meinen drei Jungs. Oh Gott. Okay, klappt das hier? Sehen Sie, das sind meine Jungs. Das ist Felix, das ist Florian und das ist Finn. Ja, aber ich bin jetzt nicht wegen Ihren Kindern hier. Ja, das stimmt natürlich. Gib der Frau bitte keine Erziehungstipps. Besprechen Sie die Einnahmen. Ja, wir haben viel Geld. Genau, weil wir sind... mein Mann und ich, wir verdienen beide ganz gut und... Also ein Kind kann man nicht kaufen.
Ja, natürlich kann man das nicht. Klar, Sie haben absolut recht. Naja, für viele ist das nicht, nicht so, dass man das weiß. Nein, aber Sie haben natürlich recht. Also, klar, dass man kein Kind kaufen kann. Genau. Ja, aber tatsächlich, oh Gott, das ist schwierig mit der Frau. Die ist ein bisschen schwierig, Leute. Über was reden wir denn jetzt mit ihr? Über Geld, aber was für Geld? Smalltalk vielleicht? Um hohen Kredit bitten? Nee. Tag verschönern. Die Frau ist schwierig. Überzeugen Sie, talk about career. Oh Gott. Vielleicht sollte Jonas mal herkommen. Moritz ist da. Moritz, geh bitte ins Haus. Achso, er muss jetzt arbeiten. Gut. Oh je, Leute. Wir stellen uns hier auch mal freundlich vor. Oh, da ist mein Mann. Oh, was? Hatten wir jetzt einen Liebesbalken mit der Frau? Oh mein Gott. Oh Mann, warum ist... Leute, ich habe das nur in diesem Let's Play. Ich verstehe das nicht. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich das ausschalten kann, dass Leute random flirten. Aber ich habe das nicht an. Also das passiert wirklich nur in diesem Let's Play. Ich schwöre. Datingleben. Betrug und Treue. Also ich cheat das jetzt natürlich wieder weg. Also ganz schlimm. Ich meine, ja, sie ist auch kokett, aber... Das ist mein Mann, das ist Jonas. Oh, guten Tag, hallo. Na, wie steht's? Wir sind gerade dabei zu sprechen über die finanzielle Situation. Finanzen? Karriere? Also jetzt nicht so wirklich, über was ich mit der Frau reden soll. Hast du jetzt auch eine Sprachbarriere? Oh. Hör jetzt mal auf, Mara. Mit ihm können wir jetzt auch nicht flirten. Über Finanzen sprechen. Sie können gern zum Essen reinkommen, wenn Sie möchten. Warum wir adoptieren wollen? Weil wir Kinder lieben und unsere Familie vergrößern möchten? Es ist halt schwierig, weil ich die ganzen Sachen nicht mehr finde. Früher wusste ich noch, wo es war, aber... Erklären Sie, warum Sie adoptieren möchten. Nee, ich finde hier... Oh, sie hasst uns, Leute. Sie hasst uns. Das könnte echt schwierig werden mit der Adoption. Vielleicht sollten wir ihr raten, einen anderen Job anzunehmen. Ich bin jetzt alles durchgegangen, aber ich finde diese letzte Option leider nicht. Ich meine, wir haben schon 12 von 12. Theoretisch wird es reichen. Ich weiß halt nicht, wenn ich einfach meiner Fruchtbarkeit erzähle, ob es dann besser ist, ne? Ich versuche jetzt einfach noch ein bisschen Kontakt mit ihr zu knüpfen. Du möchtest ein Geschenk basteln. Oh, Leistungsverbesserung mittelgroß, super. Wir schmeicheln der Frau mal. Frag sie mal nach ihren Hobbys. Mag sie gar nichts oder was? Ich habe gar keinen Bock, weiter mit der Frau zu reden. Ja, red lieber mit dem Briefkasten, Fräulein. Ah, hier, erklären Sie, warum Sie adoptieren möchten. Wissen Sie, ich habe eine Freundin und sie hat viele ihrer Kinder adoptiert und sie ist eine so glückliche Mutter und ich würde mir einfach wünschen, dass wir auch einem Kind ein Zuhause schenken können, das gerne eins möchte und ich bin eine gute Mom, ich liebe meine Kinder, ich gebe mir Mühe mit ihnen und ich könnte mir einfach sehr gut vorstellen, dass wir hier ein Kind in unsere Familie begrüßen. Die Jungs sind super toll und ach, das behaupten alle Eltern von ihren Kindern, dass sie toll sind. Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Es wäre nur einfach schön, wenn wir eine Chance bekommen. Und naja, ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und besprechen Sie die Familie mit, was? Sie die Familie? Netzwerk, was? Bitte jetzt nicht. Naja, gut. Können wir einfach drücken. Okay, Bonnie mag den Kinderkanal nicht, kein Problem. Mara, möchtest du bitte aufhören zu essen? Wir haben hier wichtige Gespräche zu führen. Nochmal. Komm, schnell, 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 schnell. Ey, besser können wir es nicht machen, Leute. Ja, danke. Nun, ob es gut gelaufen ist oder nicht, der Hausbesuch des Adoptionsantrags von Mara ist vorbei. Der Agent sagte, könnte innerhalb von 1 oder 2 Tagen die Entscheidungsschreiben per Post rechnen. Und ich habe das schon mal gemacht und hatte ein... Du bist nicht berechtigt, ein Kind zu adoptieren, schreiben im Briefkasten. Deswegen kann sein, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn es klappt und ich würde mich total freuen. Vielleicht kann sie auch im nächsten Part, falls wir eine Absage bekommen, mal bei ihren Freundinnen nachfragen, bei Claire und Spencer, die ja auch schon Kinder adoptiert haben. Vielleicht können die ihr nochmal einen Tipp geben oder so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Ich habe schon so eine kleine Richtung, wie wir auch ein bisschen Spice wieder reinbringen in die Challenge. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die kommenden Parts. Ich habe wieder richtig Lust bekommen. Und es wird auch nicht mehr unendlich lange dauern, bis wir mit Felicitys Geschichte starten. Die wird ja eine kleine Polizistin. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Sie wird auf jeden Fall studieren gehen und auch... sobald sie Kind ist, anfangen, sich dahingehend zu entwickeln. Ich hoffe, dass ich mich dann auch wieder mehr um die Jungs kümmern kann, wobei wir ja jetzt in diesem Part schon auch ein bisschen mit den Jungs gespielt haben. Also einer der beiden, der Finn, der wird kochen lernen, der wird vielleicht unser kleiner Koch und Florian wird eher so ein kleiner Raufbold bleiben, während Felix gerne halt einfach mit den Pferden spielt und vielleicht ein Wolf bleibt, meine Lieben. Let's have a look. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüssli, bye!